Okidoki. Es ist nichts für Feiglinge. Es ist ein Abenteuer, ein immer ins Blinde springen, ohne zu sehen, wohin. Es ist ein Pursein, es ist ein Wahrsein, es ist nicht sichtbar, was danach, es ist ein Allesfühlen, es ist ein Springen und zerschmettert werden, es ist die dunkle Farbpalette durchfühlen, es ist in allen Farben zu fühlen, ohne zu wissen, wohin. Nur der inneren Führung vertrauen. Es ist ein sich ganz geben, in jedem Moment, hundertprozentig, in allem, dem inneren Ruf zu folgen, immer wahr, immer echt. Es ist ein Abenteuer. Es ist ohne Sicherheit, ohne Kontrolle. Das macht dieses laue Zufriedensein, dann ist es kein Abenteuer mehr, dann ist es nicht mehr wahr, dann ist es eine laue Angst, dann ist es sich nicht ganz geben, nicht echt sein, dann ist es mit Bauchklötzen bauen, ohne sich jemals zu zeigen, ohne wirklich zu vertrauen, weil Vertrauen ist immer ohne allen Grund, ohne alle Begründung, dann ist es nicht wirklich Leben. Es ist okay. Man darf Leben so verbringen, sichere, kontrollierte Bauklötze zu bauen, ohne seine Vorhänge, seine Schichten, seine Decken abzulegen und echt zu werden, ohne sich selbst das zuzutrauen, ohne wirklich dem Leben nahe zu kommen, ohne sich nahe zu kommen und damit auch ohne wirklich zu begegnen. Das ist ein Unvertrauen dem Leben, das ist ein Unvertrauen jedem Wesen, in das sich das Leben ergießt. Weil sonst ist es bunt, du spürst es zerschmettert werden, du spürst tausende Nähe, die in ihrer Erfahrung dazu dient, aus der Kontrolle, aus der Sicherheit zu gehen, ohne zu wissen mehr als den nächsten Schritt. Aber du traust es jedem Wesen, in das sich das Leben ergießt, zu. Deshalb ist es echt. Du spielst nicht mit falschen Bauklötzen. Es ist okay, wenn wer das tut, aber Leben ist nichts für Feiglinge. Das führt zu dir, zum Vertrauen, zu allem. Okay.